Olai, komm euch das, Meamo Basti. Hey, ha, hey. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SMYP zu Show Me Your Pack. Und ja, ich bin noch ein wenig angeschlagen, körperlich und geistig, denn ich habe gestern 18 Stunden lang gelivestreamt. Und wenn ihr das verpasst habt und denkt, warum habe ich das verpasst? Ja, ich habe es nicht auf YouTube angekündigt, deswegen ihr solltet unbedingt mir auf Twitter und auf Twitch folgen, denn dann solltet ihr in Zukunft das nicht mehr verpassen. Ja, aber ansonsten, ich habe heute für die heutige SMYP-Folge wieder 3 Texture Packs mir von RP24 heruntergeladen, die in der SMYP-Section hochgeladen wurden. Also, wenn ihr halt auch hier euer Texture Pack in der Serie sehen wollt, dann müsst ihr das einfach bei SMYP hochladen und mit etwas Glück wähle ich halt euer Texture Pack aus, wenn ich das dann sehe und es gut präsentiert ist auf der Seite. Ansonsten, schaut doch nochmal an Resource Packs 24. Die Seite ist echt gut geeignet, wenn ihr halt ein gutes Texture Pack sucht, dann checkt auf jeden Fall die Seite ab und ich würde sagen, bevor wir hier weiter noch rumlabern, starten wir direkt der Lamente mit dem ersten Texture Pack. Und das erste Texture Pack, was wir heute sehen werden, ist das Pixel Smoothie Texture Pack. Das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut und erstmal als kleine Anmerkung, falls ihr die Texture Packs aus der Folge herunterladen möchtet, dann guckt einfach in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Ja, wenn wir unseren ersten Blick in Richtung Hotbar und Icons richten, dann sehen wir erstmal doch eine ziemlich geile Hotbar und coole Icons, außer jetzt so die Hungerkeulen hätte ich jetzt höchstens noch rot gemacht, aber ansonsten ist es alles ziemlich gut gemacht. Wir sehen auch, dass auf der 2, 5 und 8 so ein ausgemaltes Fenster in der Farbe rot haben. Das ist auch eigentlich ganz nice. Es gibt nämlich auch teilweise in Texture Packs auf der 1, 2, 3 und 4, weil da halt sozusagen also Schwert und Secondaries angeordnet sind. Aber es gibt ein Problem, was ich habe. Und zwar, wenn ich jetzt E drücke, im Inventory sind dann diese rot markierten Slots auf der 1, 5 und 9. Also da hättest du es halt gleich behalten sollen, dass es halt auf der 2, 5 8 ist, weil ansonsten ist es ein bisschen verwirrend. Aber ansonsten eine richtig coole Idee, finde ich. Schwerter gefallen mir ganz gut. Das sind so eine Schwerter, wie man sie auch öfters bei Solarflight Texture Packs gesehen hat. Ist eine ganz geile Sache. Gefallen mir generell ziemlich gut. Ja, ziemlich cool. Also ist halt 16x16, aber geht halt voll klar. Dann die Rod. Die kenne ich, glaube ich, aber eigentlich fand es voll nice. So ist FNS. Lowfire natürlich auch. FNS sieht irgendwie ein bisschen... Da hätte ich noch vielleicht ein bisschen mehr Rot reingebracht, wenn du halt auf dieses Rot-Schwarz angehst, weil das sieht irgendwie so ein bisschen... Aber geht eigentlich auch voll klar. Der Bogen ist auch ein bisschen schlichter gehalten auf jeden Fall. So ein bisschen brownie-brown. Brown. Aber ist auch voll cool. Was man auch sieht, er hat überall... Seht ihr das in der... über den... Also, wo der Name von Item eingeblendet wird, hat er nochmal die Farben geändert. Das habe ich auch im ZZV4 damals gemacht. Auch eigentlich eine voll coole Idee. Er hat auch zum Beispiel die Namen von den Items auch geändert. Das habe ich auch gemacht. So, gucken wir uns mal die Partikulos an. Morgen. So, da haben wir erstmal so schwarze Sterne. Warte mal, sind es beide mal? Achso, nee, sind rote, also sollen etwas dunkelrotere Partikel sein für die Sharpness und Criticals sind auch so schwarze Sterne. Ziemlich schwer zu unterscheiden, da würde ich vielleicht echt noch ein bisschen in einen helleren Rotton gehen. Ansonsten, die Items sind auch generell bearbeitet, das gefällt mir auch ziemlich gut. Die Suppe sieht sogar voll nice aus. Ja, ja, die sieht echt geil aus. Ansonsten, ja, relativ viel gemacht. Was auch auffällt, im GUI hat er, finde ich, ein ziemlich gutes Auswahlfenster so gemacht. Hier sieht man es auch nochmal im Inventory, das ist noch ein bisschen verändert. Finde ich ganz nice, ist relativ clean. In den Kisten sieht es ziemlich cool aus, finde ich. Nur, was ich dann nur, dann würde ich das hier oben, dann würde ich das hier noch ein bisschen heller machen, damit es dann auch zu dem Grauton passt. Ansonsten ist es voll cool, voll, geht voll klar. Kisten sind mir ein bisschen zu grell, aber ich glaube, das soll extra so sein, wenn man SG oder so spielt, cool, es geht, dass man die Kisten so schnell wie möglich sehen kann. Ansonsten, was mir auch ziemlich gut gefällt, das sieht man auch zum Beispiel beim Ofen oder beim Crafting Table, dass die Farben halt, der Kontrast irgendwie höher gestellt wurde. Und man sieht auch generell, dass er die Blöcke bearbeitet hat. Und das ist schon mal zum Beispiel ein Aufwand, den ich ziemlich nice finde. Zum Beispiel in den Planks sieht man auch, dass der Kontrast ein bisschen verändert wurde. Dann wurde halt, wie auf der Name vom Texture Pack, ist halt auf ein bisschen auf den Smoothie, damit das alles mit clean aussieht, Effekt eingegangen. Die Erze sehen ziemlich cool aus, finde ich. Ist mal was anderes. Nur halt der Stone ist halt eine andere Textur. Dadurch fallen die Erze halt wieder mehr auf. Muss man halt gucken. Ja, es sieht halt ein bisschen komisch aus dann in der Höhle, aber natürlich für den spielerischen Effekt hilft es dir. Dann sieht man hier auch natürlich die Blöcke generell. Also da sieht man schon, dass sie selber gemacht sind. Ist halt auf dem Smoothie-Dings eingegangen. Und wem das halt gefällt, also sprich, der seine Blöcke halt so in der Welt so ein bisschen cleaner aussehen lassen möchte und der das feiert. Für den ist es ein echt gutes Pack. Ich bin nicht so der Fan davon, aber ansonsten ist es natürlich ein ziemlich gut gemachtes Pack. Man sieht auch zum Beispiel, die Konturen wurden oft mal verfeinert in den Rüstungen. So, das nächste Texture Pack ist ein Red Faithful Edit von Liko, bezogen auf das 64x64er Faithful. Und ich muss sagen, für die Faithful-Liebhaber müsste das echt ein ziemlich gutes Pack sein, denn es ist ein ziemlich gutes Pack, finde ich. Auf jeden Fall, wir sehen erstmal schön cleane Herzen. Die sind nicht aus dem Faithful, sondern mal bearbeitet. Ich finde zum Beispiel die Armor-Bars
Und die Hungerqualm beim Faithful immer ziemlich geil. Aber nur zum Beispiel die Herzen stören mich. Und die wurden jetzt zum Beispiel passend bearbeitet. Die Hotbar ist auch schön clean, Auswahlfenster schön. So strukturmäßig in Rot gehalten. Sieht echt nice aus. Und die Schwerter gefallen mir auch, weil die Form von den Schwertern ist mal was anderes. Die sind so ein bisschen wie, ja, wie kann man das nennen? So ein bisschen machetenförmig. Und finde ich ganz nice. Vielleicht einen kleinen Farbverlauf außen hin knatschen. Aber geht auch so klar. Ist halt komplett schwarz. Aber, mit einem Farbverlauf würde es vielleicht noch ein bisschen besser aussehen. Ansonsten gefällt mir auch, dass die Schwerter so ein bisschen höher in der Hand liegen. Damit sehen sie dann, wenn man sie dann so damit rumläuft, sieht man halt trotzdem noch den unteren Verlauf des Schwertes. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile, nice Sache. Secondaries sind auch, ja, ganz nice. Hier so ein bisschen leuchtturmmäßige Angel, aber geht voll klar. Der Bogen ist auch ganz cool, auch rot. Also man sieht schon, es geht ein bisschen in Richtung rot. Und das sieht man auch zum Beispiel im Inventory und bei der Diamantrüstung. Dass hier zum Beispiel auch noch die Auswahlfenster in so einem roten Ton gemacht wurden und auch hier so ein kleiner Schattierungseffekt ist, das gefällt mir ziemlich gut. Die Schattierung ist nicht zu viel und reicht perfekt aus und lässt das Ganze schon sehr geil aussehen, finde ich. So, er wird, glaube ich, jetzt sterben. So, dann haben wir das Unendlichkeitszeichen. Und rote Unendlichkeitszeichen als Partikel. Also, es soll bestimmt eine umgedrehte 8 sein und ich denke mal, ja, sieht eigentlich ganz nice aus. Ich würde da vielleicht noch ein bisschen was Auffälligeres machen. Da würde ich echt so vielleicht diese Oldschool-Sterne oder so, die würden halt echt ganz gut passen. Natürlich muss man bei den, wenn man Faithful-Edit macht, jetzt natürlich nicht die Faithful-Items verändern. UI ist so gelassen, geht voll klar. Muss ja nichts Übertriebenes, Edit-mäßiges sein. Und die Blöcke sollten logischerweise auch größtenteils halt noch gleich sein. Außer die Erze hat er ein bisschen kenntlicher gemacht. Finde ich nice. Also ist wirklich ein gut gelungener Faithful-Edit. Die Rüstung hier, Diamantrüstung, sieht ein bisschen oranger aus als rot, oder? Bin ich ein bisschen farbenblind? Sieht ein bisschen mehr nach orange aus, würde ich noch ein bisschen rötlicher machen. Aber ansonsten, ein echt geiles Pack, gefällt mir ziemlich gut. Und das nächste, beziehungsweise letzte Texture-Pack der heutigen Episode ist das Skypack V3. Und ja, das Pack hat schöne 16x16 Elemente. Und wenn wir uns erstmal die Hotbar-Icons angucken, geht es voll klar. Auswahlfenster, das Blau ist nicht gerade passend zu dem Türkis von den Herzen. Würde ich da vielleicht noch ändern, mir gefällt sowieso dieser, der Ton, so dieser Blauton besser als der grellere Türkise. Dann haben wir schicke 16x16 Schwerter, halt ohne dunklere oder beziehungsweise abgrenzende, also Abgrenzung zur Klinge vorfindende Kontur. Aber geht halt auch voll klar, finde ich eigentlich auch voll chillig. Rod, gefällt mir. FNS auch. Halt so geteiltes FNS, Feuer, FNS. Bogen auch ganz nice. Also man sieht halt, er geht halt auf diesen Blauton. Geht voll klar. Finde ich eigentlich ganz nice. Dann, ich glaube, er wird gleich sterben. Dann sieht man hier Lederne und diese passenden türkisen Sterne. Ist auch ganz nice. Wie gesagt, die Farben müssen nicht immer übereinpassen zum Theme des Texture Packs. Dann das Inventar. Ja, ein etwas simplerer Cloud-Effekt so. Aber es ist halt das Skypack, deswegen sollte es eigentlich passen. Dann, die Items teilweise gefallen mir sehr gut. Hier die Farbe vom Apple, Sky Apple auch noch so. Schöne Details mit eingebaut. Die Soup blau gemacht, Diamond ist auch schick. Sehr schön gemacht, finde ich. Und dann ist UI, ist dann so ein Klassiker. So grau-weiß, das passt halt zu jedem. So, und dann auch noch die Blöcke. Auch noch bearbeitet. Die Erze, die kenne ich irgendwoher. ja, der Cobblestone ja zum Beispiel, das sieht man, der ist selbst gemacht, wenn man auch nur zum Beispiel auf den ersten Blick sehe ich jetzt nur drei verschiedene Farbtöne. Ist halt okay, aber es passt halt vielleicht nicht zu den anderen Blöcken. Hier sieht man, das sind Blöcke, da sind nochmal so eine Shadow-Effekt auf die Default-Blöcke. Mir gefällt der Dirt ziemlich gut, der sieht hier in der Welt ganz schön nice aus, finde ich. Und der sieht echt geil aus, der sieht echt gut aus. Also die Blöcke gefallen mir teilweise. Der Cobblestone, der sticht mir ein bisschen zu sehr heraus, aber ansonsten ist es auch echt ein gut gelungenes Texture Pack. Und ja, das war's dann auch erstmal mit der heutigen Episode von SMYP. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Auf jeden Fall checkt mich, wie gesagt, auf Twitter und Twitch ab, um keine Livestreams mehr zu verpassen. Ich streame im Moment jeden Tag und ja, wir haben auch auf jeden Fall eine Menge Spaß. Also wenn ihr dabei sein wollt und Spaß haben wollt, dann kommt vorbei. Ansonsten macht's gut, wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Bis dann, haut rein und ciao.